Der Letzte hat immer das Glück, alles nochmal zu wiederholen, was die Vorredner gesagt haben, oder im Kopf seinen ganzen Vortrag zu ändern. Weil wir als mal ein bisschen zusammengesessen haben, habe ich mir dann überlegt, was ich sagen wollte und habe das jetzt im Laufe des Tages immer wieder mal etwas modifiziert, um es neutral zu formulieren. Aber es lässt sich relativ gut anknüpfen an den letzten Vortrag, wo man ja fragen muss, warum funktioniert das bis zu der Riege? Sie haben ja genauso das Schüler-Lehrer-Verhältnis nur gestreift und dann den Meister und den Lehrling genommen. Weil da klappt das auch. Das sehe ich bei uns. Wir haben eine Berufsausbildung und 400 Auszubildende dann da. Da klappt das seit vielen Jahren hervorragend, dass dieses Verhältnis sozial geprägt, von hohem Respekt, Autorität mit allem, was dazugehört. Die lernen sehr viel, gehören regelmäßig so mit zu den Jahrgangsbesten, weil das also klassischer Wissenstransfer ist von Erfahrungswissen, von viel Pädagogik, väterlichem Geschick und mütterlichem Geschick teilweise, um das also auch hinzubekommen. Wenn ich mir das mittlerweile anschaue, wenn wir junge Menschen bekommen, egal ob den Mittelschulen, Realschulen oder Gymnasien, wie, ich sage das jetzt bewusst mal, wenig gebildet sie sind, erschrecke ich regelmäßig. Dann frage ich mich, was ist in den Schulen alles schiefgelaufen, dass du die Grundrechenarten nicht beherrschst, wenn es kein Jammern jetzt oder so, sondern wir erleben das einfach nochmal, dass bei Prüfungsfragen im mündlichen Teil gefragt wird, ja 10% von 110 Euro, wie viel ist das denn? Da geben Sie mir mal einen Taschenrechner. Oder holt eben sein Handy raus und macht den Rechner an von der Funktion her. Oder man guckt eben schnell nach, haben wir heute auch gelernt, ob nun bei Google, Wikipedia oder sonst wem, weil man Wissen scheinbar nicht mehr braucht, weil es allzeit sofort verfügbar ist, raus aus der Hosentasche eingeben und fertig. Nur das klappt ja nicht, weil dort genau wie Sie es eben beschrieben haben, nämlich die Frage Fakten dastehen. Wie es dazu gekommen ist, wie sich was entwickelt hat, fehlt im Wesentlichen. So, und das nehmen wir also auch wahr, wenn viele von der Hochschule kommen, dass dann erstmal die Arbeit losgeht. Und dann nehme ich genau mal dieses Beispiel auf, weil das hervorragend passt. Dann kommen die Ingenieure mit gutem Wissen, ob sie nun Diplom-Ingenieure, Bachelor oder Master sind, und dann kommen die mit einem Meister zusammen. Und dann stellt man relativ schnell fest, der Meister ist Ingenieur und aufgrund seiner Erfahrungen, seines praktischen Wissens oftmals überlegen, aber der Ingenieur ist sein Chef. Und da fangen dann also an, die Schwierigkeiten dann loszugehen. Wenn man sagen muss, was muss ich denn also tun, dass der Ingenieur das Wissen, was er also hat, dem Meister näher bringen kann, dass er es akzeptieren kann? Und umgekehrt, wo ist der Ingenieur auch bereit, das Erfahrungswissen? Der weiß genau, welche Schraube er nimmt, welches Ventil zu öffnen ist, was er also in der Programmierung dann machen muss. Und mittlerweile sind Meister ja auch nicht mehr so die klassischen Handwerker nur, sondern manchmal auf einem sehr hohen technischen oder auch IT-Niveau. Das also mal vernünftig zueinander zu bringen. Und dann haben wir überlegt, was ist so die richtige Form? Warum klappt das nicht? Weil mein Motto lautet ja, wie viel Wissen geht verloren? Und warum ist das so? Das ist nämlich genau diese Konkurrenzsituation, je älter man wird, ständig zunimmt. Wenn man so merkt, in den Abiturklassen ist man nicht mehr so bereitwillig, seinem Nachbarn rechts und links zu helfen. Im Studium auch nicht, weil ich will ja die beste Note haben, ich will ja der Beste sein, ich will anschließend alles auch meine Karriere machen und wenn ich im Beruf bin, genau das Gleiche. Da will ich nicht alle mitnehmen und alle sind ja gleich, sondern ich will Karriere machen. Also strenge ich mich an und trete nach rechts und nach links. Und das Wissen, was mir gehört, teile ich mit den anderen nicht. Kann man mit Sicherheit soziologischen verschiedensten Facetten nachvollziehen, aber das findet tatsächlich statt und deswegen findet dann keine Transportarbeit mehr statt von vielem Wissen und viel geht verloren. Oder jeder redet vom demografischen Wandel. Wurden heute auch schon ein paar Beispiele genannt, wie erschreckt dann einige sind, dass also jemand aufhört und in Rente geht. Dabei war klar, als ich ihn eingestellt habe, wann er in Rente geht, wann er 65 ist oder 60 Jahre alt ist. Und was passiert dann mit dem Wissen? Dann sagen die Jüngeren, von dem alten Sack brauche ich nichts mehr wissen, ich mache das eh ganz anders als er. Mir ist selber auch so gegangen, die verschiedensten Führungsfunktionen, die ich mal wahrgenommen habe, auch immer so, pff, komm, lass den mal, Hauptsache, der ist weg, ich mache das alles ganz anders. Und er später wahrgenommen, oh shit, hättest du den mal gefragt, aber er war weg. Ich war dann auch zu feige, gebe ich auch zu, den anzurufen und zu sagen, ey, wie hast du das damals gemacht? Warum hast du das so gemacht? Sondern ich habe mich dann ein bisschen durchgewurschtelt und mir mein selber eigenes Wissen angeeignet. Und habe mir vorgenommen, dass ich das nach Möglichkeit, wenn ich mal Position verlasse, anders mache. Aber dazu gehört es, dass der andere bereit ist, das Wissen anzunehmen,
was ich ihm geben will. Und genau dazwischen zu vermitteln, zwischen dem, der also das Wissen bräuchte und dem, der das Wissen abgeben kann, haben wir jetzt uns mal in Stadtwerken mal überlegt, wie das so sein kann mit so einer sogenannten Wissensstaffette. Sind ja in den Modellen auch alle enthalten, die man so machen kann, sagen aber grundsätzlich, das soll moderiert werden, weil das sonst nicht funktioniert. Wenn ich das in Seminaren vermittle, super, toll, passt, aber in der Praxis sieht das anders aus. Deswegen sagen wir auch, die zuständige Führungskraft ist der Auftraggeber, bei uns für eine Einheit in der Personalentwicklung. Und dann geht das also los, dass dann erstmal zu demjenigen, der das Wissen nehmen soll, gefragt wird, was brauchen Sie denn? Was ist wichtig? Was glauben Sie? Wird also schön alles aufgeschrieben. Und dann, der es abgeben will, was glauben Sie, was Ihr Nachfolger denn braucht? Und dann versucht man mal mit viel Erfahrungswissen, deswegen machen das auch die Leute aus der Personalentwicklung, dann mal so zu gucken, wo bringe ich die beiden denn zueinander und moderiere diesen Prozess. Und am Ende des Tages entsteht sowas wie eine Lernlandkarte mit allen Faktoren, die da eine Rolle bei spielen. Das wird also dokumentiert. Allerdings nicht in der Wissensdatenbank, könnte ich auch viel zu erzählen. Weil ich gut qua Funktion, Geschäftsführer im Unternehmen, kann man auch sagen, das machen wir nicht. Und wenn 5 Leute kommen, dann sage ich auch 5-mal, nein, das machen wir nicht. Und die IT probiert es trotzdem aus. Ne? Weil die ITler können das ja besser. Und alles andere, was man ihnen erzählt, die haben dann Datenbanken aufgebaut. Und dann habe ich regelmäßig gefragt, und wer schaut denn da rein? Ja, ab und zu gucken wir mal da rein. Was hat das gekostet? Wie hoch war der Aufwand? Ich will nicht sagen, dass grundsätzlich alle Datenbanken falsch sind, sonst würde Google nicht funktionieren und Wikipedia auch nicht. Aber immer so gucken, was kommt da rein? An Faktenwissen, aber nicht an Erfahrungswissen. Bei Kindern sagt man oft, fass nicht auf die Herdplatte, sonst verbrennst du dich. Weiß man mittlerweile, kennt jeder. Was macht das Kind? 10-mal gesagt, trotzdem irgendwann verbrennt man sich die Finger, weil das Kind Erfahrungswissen auch selber erfahren muss. Gehört das also auch ein Stück weit dazu. Wenn ich jetzt den zweiten Teil mir mal anschaue, wenn dieses Wissenstransferpaket dann mal abgeschlossen ist, habe ich die Erfahrung gemacht, bei vielen Review würde man jetzt vielleicht auch sagen, bei solchen Themen festgestellt, dass dann die Führungskräfte gesagt haben, ey, das hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe. Die beiden haben sich eigentlich nie besonders gemocht. Trotzdem hat das jetzt funktioniert. Und beide, der das Wissen hergegeben hat, fühlte sich tatsächlich, was auch ihr Themenfeld war, wertgeschätzt, weil er also auch in einer anderen Situation, auch wenn die Führungskraft davor vielleicht mit ihm nicht so zufrieden war, und der andere hat gesagt, gar nicht so schlecht, was der Alte alles wusste. Da kann ich doch eine ganze Menge mit anfangen und ich werde das weiterentwickeln und für mich nutzen können. Also haben beide Seiten was davon. Wir haben so 2, 3 Figuren da gerade so im Kopf, die einfach mit Tränen in den Augen nach dem Wissensmanagement gesagt haben, Herr Büttner, danke schön, dass Sie es mit mir gemacht haben. Ja, wie bitte? Also gedacht, gesagt habe ich es nicht. Sondern habe das also gerne angenommen, weil das für den unheimlich wichtig war. Weil er hat so lange im Unternehmen gearbeitet und hat so viel Erfahrungswissen und er hatte das Gefühl, wenn ich gehe, ist das weg. Und deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Form also auch an Wertschätzung. Und eben gab es so eine Frage, was kostet das und wie geht man damit um? Also das ist richtig Bullshit manchmal, wenn diese Themenfelder wie Zeit und Vorbereitung und so weiter immer thematisiert werden. Wie viel Geld ist in das Wissen eines Mitarbeiters investiert worden im Laufe der Jahre? Sowohl an Arbeitszeit, als auch an Kosten für externe Fortbildungsmaßnahmen, Unterbringungskosten und. Deswegen ist das betriebswirtschaftlich immer viel sinnvoller, so einen Wissenstransfer herzustellen. Der kostet einen Bruchteil von dem, was verloren geht. Weil wir arbeiten viel mit SAP-Software und dann weiß ich ja, was diese ganzen Kurse regelmäßig kosten. Da sind so Mitarbeiter dabei, die im Jahr da 50.000, 60.000 Euro verballern. So. Und dann wollen die das Unternehmen verlassen, wo man dann sagen kann, halt, stopp, so auch nicht. Sondern entweder die haben vorher eine Verpflichtungserklärung unterschrieben, dass sie länger bleiben, oder sie müssen zusehen, dass ein Mitarbeiter dieses Wissen dann also auch von ihnen weitergegeben bekommt. Und das klappt dann auch relativ gut. Erstmal ein bisschen Knatsch, klar, wenn jemand das Unternehmen verlassen will, was erzählt er dann freiwillig? Nicht immer das, was man also unbedingt will. Deswegen muss man dann genau trennen, was ist das Wissen, was ich brauche? Ist das das richtige Wissen? Die Frage wurde ja vorhin auch schon mal gestellt. Aber wie überprüfe ich das denn? Wie habe ich noch eine Chance, wirklich zu überprüfen, ist das richtige Wissen, was weitergegeben wird? Da müsste die Führungskraft immer daneben sitzen und die weiß vieles ja auch gar nicht.
weil eine Führungskraft, die also 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter hat, weiß ja gar nicht, ob das wirklich so ist. Und deswegen kommt es immer darauf an, das genau abzuwägen, einzuschätzen und auf einer hohen Vertrauensbasis damit umzugehen und sagen, also genau das ist der Knackpunkt dabei. Ich vertraue meinem alten Mitarbeiter, dass er dem jüngeren Mitarbeiter das also auch überträgt, um dann also auch mit dem Wissen tatsächlich arbeiten zu können und dieses Wissen tatsächlich für das Unternehmen zu sichern. Also wir haben das mal am Anfang, als, muss ich dazu sagen, ich gestartet habe, haben meine beiden Geschäftsführerkollegen aus dem technischen und Verkehrsbereich, der viel zu aufwendig, kostet viel zu viel Geld. Genau diese Diskussion kenne ich, ich kenne die auch schon seit vielen Jahren. Und habe dann also auch mit denen mal gesagt, okay, dann bitten wir mal die Kaufleute, das auszurechnen, was das also kostet und was das also bringt. Ja, Verhältnis 1 zu 150 bis 200. Also 1 Euro, den ich da investiert habe, spare ich also locker 200 Euro. Kaufleute haben das gerechnet, nicht ich. Ich bin zwar auch ein Kaufmann, aber... So, das heißt also im Klartext, dass es betriebswirtschaftlich kein Argument dafür gibt, dass Wissenstransfer, Wissensmanagement in unterschiedlichen Formen auf den unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden, sich immer betriebswirtschaftlich rechnet, wenn ich es auch professionell mache. Ob man da jetzt Unterstützung extern holt oder intern die Ressourcen hat, um dann also auch dort einzusteigen, gar keine Frage. Muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, kommt auf die Größe an, kommt natürlich auf das Wissenssegment an und so. Nur meine Wahrnehmung ist, immer dann in den moderierten Prozessen kommt das sehr gut bei allen Beteiligten an, wird also akzeptiert und man kann also für das Unternehmen eine ganze Menge dann also sichern mit allem, was dazugehört. Anderer Knackpunkt, der immer noch mal dabei ist, was mache ich mit so einer Wissenslandkarte? Wie sieht die denn aus? Was steht denn da drin? Und wenn das jemand professionell macht, sieht das gut aus. Also wir machen das auch unsere eigenen Leute aus der Personalentwicklung nochmal. Die malen das zum Teil schreiben sie es aber auch und die jeweiligen Einheiten geben natürlich ihre Kommentare auch dazu ab, weil ich das dann auch wirklich nutze, wenn das vernünftig gemacht ist. Wenn das nur so ein Schmierblatt ist, wo ich ein paar Dinge mitgeschrieben habe, ich nehme das jetzt nur mal als Muster, ich weiß gar nicht, was da draufsteht, keine Brille auf habe, was so da draufsteht und so ein bisschen was zusammengeschrieben habe, das nutzen Sie vielleicht individuell persönlich. Aber wenn das so eine Wissenslandkarte wäre, würde ich das ja nicht nutzen. Aber wenn das schön gestaltet ist, optisch aufbereitet ist, lege ich mir das auch mal schön zur Seite, gucke da ab und zu mal rauf. Und was das Allerwichtigste dabei ist, in den Fällen, wo wir das jetzt gemacht haben, habt ihr so einen Fall auch gerade wieder im Kopf, die beiden haben vereinbart, im ersten Jahr alle 14 Tage sich zu treffen oder mindestens zu telefonieren, um das ein oder andere Mal zu besprechen. Das wäre, wenn das nicht moderiert worden wäre, auch nicht zustande gekommen. Weil ihr denkt, der ist weg, okay, wenn ich was wissen will, frage ich meinen anderen Kollegen, die dann da sind. Das lässt sich also auch nochmal viel besser dann aufbereiten mit allem, was dazukommt. Ich fand das wirklich schön, dass die das so groß hier auf ihr, doch nicht Betttuch, sondern ihre Wandzeitung oder was auch immer dann geschrieben haben, weil das also auch nochmal die ganzen wichtigen Elemente sind, wo sie natürlich auch sehen müssen, passt das für ihr Unternehmen? Für unser Unternehmen habe ich so die Beispiele genannt, wie das also auch gut passen kann. Und sie haben natürlich auch ein paar andere Themenfelder hier drin, die Lerntypen. Es gibt ja so Leute, die können das 5-mal erklären, 10-mal erklären, sie machen es immer noch falsch. Wie viel Mal hat man ihnen erklärt, wie sie Pfeile richtig halten müssen? Das gehört zum Thema Üben dazu und Erfahrungswissen. Weil natürlich auch so die Frage ist, in jedem Metallberuf muss jeder mal eine Pfeile in der Hand gehabt haben. Weil das sind einfach so, einige sagen Sekundärtugend dazu, weil da viel Disziplin dazu gehört, viel Ausdauer dazu gehört und. Wenn man mal so einen 250-Gramm-Hammer gefeilt hat, weiß man, was man getan hat. Da haben alle ihre Schwielen an den Händen. Und da kann ich auch sagen, ey Leute, Schwielen an den Händen, das gehört einfach auch dazu. Das ist ein Erfahrungswert, warum das ist. Und heute wird kein Hammer mehr gefeilt, heute wird das alles ganz anders hergestellt. Und wenn ich heute daran denke, dass unsere jungen Auszubildenden einem erfahrenen Mann erklären, wie jetzt die Werkbank, die dort also jetzt ganz anders aussieht, numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, er ihnen die Programmierung erklärt, und dann einige ältere Arbeitnehmer drauf gucken und sagen, ey, da kann ich von dem Jungen was lernen. Also das ist keine Altersfrage. Es kann auch genauso gut umgekehrt gehen. Und daneben wir war das, unsere gut ausgebildeten Auszubildenden manchmal in den Betrieb rauskommen und dann das auf einer anderen Art und Weise funktioniert. Die sind in der Ausbildung schon so gut, nicht alle, so gut sozialisiert, dass sie in der Lage sind, den Älteren auch ohne Vorhaltung und du alter Depp oder sonst irgendwas, dann das Wissen weiterzugeben,
damit sie es also auch annehmen können und ihnen das eine oder andere zeigen können. Und die Älteren geben ihnen halt diese Dinge weiter, die sie aufgrund ihrer Erfahrung, langjähriger Tätigkeit im Unternehmen dann alles auch vernünftig hinkriegen. Insgesamt ein Erfolgsrezept, nur ich muss auch sagen, das funktioniert nicht in 100% der Fälle. Wir haben also eine Quote, dass wir also sagen, dieses Aufwendige machen wir für Experten und für Führungskräfte, nicht für jeden Handwerker. Der andere Teil, der also zwischen Lehrlingen, Meister, Ingenieuren und so weiter abläuft, wird organisiert in Gruppen, wo Leute qualifiziert werden, mit Multiplikatoren. Die Multiplikatoren sind dafür ausgebildet worden und das funktioniert ordentlich. Und sagen wir, wenn wir eine Quote haben von 60-70%, wo das gut funktioniert, ich habe Ihnen das Beispiel genannt, was die Kaufleute genannt, 1 zu 200, kann man eine ganze Menge Geld sparen. Und auch das gehört zum unternehmerischen Zweck, beim Wissen nicht das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Und zuletzt vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir haben mal begonnen, über Bildungscontrolling zu reden. Das heißt also zu sagen, wir gucken mal, wie effektiv sind Weiterbildungsmaßnahmen. Weil jedes Unternehmen gibt ja für sehr viel Geld aus. Was kommt dann tatsächlich an? Und haben dann mal so ein paar Fragen gestellt. Die Süddeutsche Zeitung hat das begleitet, hat dann auch ein bärbeißigen Kommentar dazu geschrieben. So nach dem Motto, die Leute, die gefragt werden, sie wussten, wie gut das Hotel war, wie gut das Essen war, wie gut die Sauna war und dass das Wetter bescheiden war. Großteil der Leute konnte nicht beantworten, was Ziel des Seminars war, wo sie gerade waren. Immer das jemand nochmal gesagt, beim Vertrieb gibt es solche Geschichten ja auch, wo man einfach so als Incentives solche Seminare anbietet, aber nicht um was zu lernen. Deswegen muss man genau schauen, dass man wirklich auch sagt, wir brauchen im Bereich der Weiterbildung auch andere Standards, andere Controlling-Mechanismen, nicht Kontrollmechanismen, Controlling-Mechanismen, um dann also zu sagen, das ist ein guter Weiterbildungsdreh, das war eine gute Weiterbildungsmaßnahme, wo Wissen tatsächlich vermittelt worden ist, was auch einen praktischen Nutzen hat und ein paar Incentives, das auch geben, Messebesuch und ähnliches mehr, ja, aber es muss noch Hand und Fuß haben, es muss also auch wichtig da im Kopf sein, Nutzen fürs Unternehmen haben und der das Nutzen fürs Unternehmen nicht nur in seinem Kopf hat, sondern nach Möglichkeit auch versucht, das zu portieren, wie auch immer. Aber da haben wir noch viel Zeit damit, bis also die Stöpsel mal im Ohr sind und der andere dann genau das, was im Gehirn ist, dann auch gleich übertragen bekommt. Bei Ratten funktioniert das schon, habe ich mir sagen lassen. Wann das beim Menschen funktioniert, warten wir mal ab. Vielen Dank.